It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Okay, hier haben wir einen Thrasher, könnte sein. Warp Drive active. Medium, ne? Ja, wenn ihr landet, das Gate anklicken und gleich durchspringen, ja, und versuchen den zu tackeln, wenn er da ist. Medium war eben, glaube ich, gar nicht auf. Warp Drive active. Doch, da ist er. Your security status has been drauf. Und abschlachten mit dir. Gejammt. So, ja, Alex, alles gut? Hast du auch drauf schießen können? Stopp. Oder war es zu schnell? Es war zu schnell. Warp Drive active. Ich warp uns mal zum Norwes rüber. Wenn ihr landet, nehmt ihr bitte sofort das Gate. Und geht in die Anomalie rein. Da schauen wir uns mal an, was so geht. Panischer, Thorax, Tristan. Curses. Stopp. Bleib da. Nicht nehmen. Warp abbrechen. Die kommen nämlich jetzt alle. Zu spät, Tristan, hier ist ein Tristan drin. Ja, Tristan schlägt hier bei uns auf. Ja. Nehmen wir mal. Stimmt. Jo. Ja, Tristan ist gepunktet. Komm, haut die weg. Als nächstes die... Burn zu der Comet hin. Beide aufschalten. Schade. Ja, schade. So, jetzt nehmen wir das Gate. Bleibt drinnen. Wer jetzt drinnen ist, bleibt drinnen. Gate aktivieren. Lustig, oder? Sind mal gleich sauber zerrissen, den Kameraden. Bis diesmal wenigstens drauf kommen, Alex. Nein. Echt nett, oder? Nein, ist er nicht. Und was liegt das an? Ich hab das Gate geklickt und musste den Warp wieder abbrechen, darum. Okay. Ah, schade, jetzt kommt eine Bellicuse gerade vorne am Gate an. Hm. Ich bin aber auch gesprungen, also ich war schon durch. Zwei. Warten wir jetzt, Markus? Nee, zwei. Ja, klar. Die können uns ja mal da vorne vor der Haustür mal am Arsch lecken, die zwei. Wenn die nämlich Rapid Light gefittet sind, dann machen die uns nämlich ziemlich schnell frisch. Und ich finde, da draußen stehen sie gut. Tomata habe ich auf dem D-Skin. Slicer am IHUB. Zumindest aus der Richtung 15 Grad. Ja, dann probieren wir es einfach mal. Nachdem ich jetzt auf der Overview habe. Ja, ich sag ja, ist wichtig. Da war sie.
Ja, er ist uns entgegengeflogen. Ich hatte so kurz auf dem Grid. Die sind Richtung Small. Da bist du jetzt auch hin, ne? Ja. Ist aber leer. Alex, könnte man den Slicer bitte umbenennen in A, ja? Merlin, um die Scan? Short? Ne, 14. Auf 10 habe ich sie. Ja, 10 ist ein Gate wahrscheinlich. Dafür, dass sie ein Gate ist, ja. Nein, in Small ist es gerade rein. Ist nämlich gerade neu aufgeploppt. Und es ploppt nur auf, wenn jemand drin ist. Also wenn es jemand gerade aufgemacht hat. Lüfter. Ja, Nikolai. Das ist schon mal ein schöner Name, also. Wir hatten die Killmeldung. Ah. Haha, wieder Top Damage. Ja, Vicky ist so eine Schlafmütze. Aber. Ich schreie, ich bin gejumpt aus Versehen. Ja, jump. Ah, das scheint im Phosphid drin zu sein. Jetzt passt mal auf, wir bleiben kurz hier stehen, weil das nämlich sehr günstig gelegen ist. Schau mal, wie weit die Gates weg sind. Wenn es auch so ein paar Trottel gibt wie uns, die direkt reinwarpen, dann können wir sie gerade erwischen. Da kann ich kurz mal etwas ausführen hier für den Alex, der hier ganz, ganz frisch ist. Wir sind jetzt hier in einem Large Plex. Und hier drin kannst du nicht warpen. Wenn jetzt jemand 200 Kilometer weit weg ist, kannst du nicht anwarpen. Und das ist eine witzige Sache. Wenn du dich hier in ein Battleship reinstellst, 200 Kilometer weg oder so, dann müssen die erstmal auf dich zuburnen, bis sie dich getackelt haben. Da gibt es ganz nette Videos, wie man jemanden wegkitet. Ja. Ich bin mal ausgenacht. Guten Nacht. Also dieser große Talent der Außenposten. Das betrifft alle. Auch wenn du in einem Medium drinnen bist, kannst du innerhalb von einem Medium nicht warpen. Oder von einem Small. Bloß hat der, der Large-Komplex, der hat kein Gate. Da kann man direkt anfliegen. Genau. Jetzt bleiben wir hier einfach noch mal 5 Minuten stehen. Ja? Ja. Vielleicht da kommt der Carrier rein und der Alex hat dann die Möglichkeit, dass er noch aufschaltet, bevor er kaputt geht. Genau. Das sollte ich, glaube ich, ja. Da dauert das wenigstens nicht so lange, ne? Was macht man denn hier eigentlich? Plexelfarm. Mein Herz blutet schon, ein Carry aufschalten. Du siehst doch dieses Ding da, diese Station, und da ist doch so ein Streifen drunter. Und ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, die gegnerische Fraktion von der bist, die das System hier, sagen wir, hält, Sovereignty hat sozusagen, dann fängst du an, diesen Streifen da aufzubauen. Und das dauert pro Plex eine Minute. Wir kriegen Besuch. Eine Kapsel kommt rein. Yeah. Der Chat kommt uns besuchen. Sein Alt, ne? Genau. Naja, und irgendwann hast du das fertig praktisch, musst du mal diese komischen NPCs töten. Und wenn du das fertig hast, kriegst du relativ viele LP, also diese Punkte, die du dann in irgendeinem Store ausgeben kannst.
So läuft das ab. Oder du kannst auch in die Gebiete gehen, die deine Fraktion hält und auch das aufbauen. Da brauchst du dann halt nicht diesen NPC kaputt machen. Aber kriegst dafür auch irgendwie weniger Loyalty Points. Ja, und Das das, ist damit kann man halt ein Prinzip. bisschen Geld machen und die Leute farmen das auch. Den einen, wo wir heute erwischt haben, mit der zwei Steps drin gehabt und so, die sind nur zum Farmen drin. Deswegen muss das alles so schnell gehen und deswegen braucht man relativ viele Punkte, um einen sicher abzuknallen. Du, das Ding ist, wenn du gerade anfängst mit einem frischen Char, glaube ich, kannst du hier richtig gut Kohle machen, weil du kriegst eigentlich richtig, richtig gut, wenn du dich der Fraktion anschließt, die gerade gut am Start ist, weil da gibt es irgendwie Bonus, wenn die besser sind. Und ich glaube, das ist schon fast wie Redding. Wir müssen jetzt verdammt aufpassen, die sind auf neutrale reingekommen. Na, ich hämmer hier schon den D-Skin. Ich schon nur 5 AU. Ich auch. Dramiel. Dramiel, Dramiel. ja. Zwei Stück. Kondor. Ja, dann Happy Birthday. Also Drami AKA. Your security Ja, einen status Punkt has drauf. been lowered. So, als nächstes Condor. Condor. Weit weg. Ich bin mal hin. Your security status has been lowered. Bernd, mal für den Tristan, bitte. Alle noch gut? Keiner gestorben? Nee, ich bin Alles gut. weg. Das kann ich nicht gegen rappen. Okay, ich habe die Your Tristan. security Ah, da ist status noch eine has been Dramiel lowered. noch. Bitte auf die Tristan als nächstes. So weit weg. Ich bin auf der Dramiel. Hast du einen Punkt auf der Dramiel? Ja, warte, ich helfe dir, da bin ich näher dran. Kurzen. Jetzt hat er einen langen Punkt drauf. Also auf der Dramiel halte ich noch einen Punkt. Ja, ich habe ihn gejammt. Jetzt haut er aber ab. Na, haut die weg da. Jetzt komm. Tristan? Kannst, wenn du einen Ich habe einen Punkt kurzen auf der Punkt hast. Tristan. Kurzen Punkt habe ich. Switch um. Sehr gut. Ich hab die Tristan. Ja. Sehr gut. Die Dramel kriegen wir jetzt eh nicht mehr. Der ist zu weit weg. Also, wir haben jetzt einen verloren, oder? Alex, du lebst noch im Schiff? Ich lebe noch, aber nur noch mit Hülle. Wunderbar. Jo, ich bin im Mit. Eimer. Tja, da haben wir doch ein paar noch erwischt, oder? Sehr gut. Ich habe mal einen guten Fight gegeben. Ne? Ja, das war's auch. So, noch haben wir doch noch gut was platt gemacht. Bitte enkert alle an mich. Bitte alle bei mir sammeln. Auch mal bei Approach. Dann bleiben wir einfach mal weg. Nenjim? Wir müssen jetzt. Komme. Jetzt müssen wir Wir weg. müssen.
Wegburnern auf jeden Fall. Okay, da bleiben wir jetzt mal kurz stehen. Und dann her mit den Kilmen erstmal. Soll ich jetzt alleine heim oder mit euch zusammen? Wir, ich glaube, das hat sich jetzt... Sehr schön, sehr schön. Das ist auch ein cooles Dramenfit, schau. Das ist echt nice. Okay, 5 AU, Omen, Navy Issue, Ashimo. Ach, nix hier weg, oder? Drückt auf Stopp. Stoppt eure Schiffe.